Okay, dann ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Heute der 16. Spieltag der Regionalliga Nordost. Mit der Begegnung Tennis Borussia gegen den BFC Dynamo endet mit dem, wie man so schön sagt, knappsten aller Ergebnisse, nämlich 0:1. Das Ganze vor 1.505 zahlenden Zuschauern. Ich freue mich sehr, die beiden Trainer hier zu haben, unseren Cheftrainer Markus Tiesche sowie für unsere Gäste Christian Ben Benek, den ich auch gleich um seine Einschätzung der vergangenen 90 Minuten bitte. Dankeschön, Dankeschön. Halloween-Sonntag für alle. Wo ich schon bei Halloween bin, das passt irgendwie zu dem Platz. Ich finde das ganz, ganz schlimm für unsere beiden Mannschaften, Tennis Borussia und für den BFC, beides Mannschaften, die gerne Fußball spielen. Das schätze ich auch unglaublich an Tennis Borussia, dass sie einen ganz klaren Plan haben und tollen Fußball spielen. War heute gar nicht möglich, war für keine der beiden Mannschaften möglich. Man musste das Beste irgendwo draus machen. Das ist am Ende dann ein ganz intensives Spiel geworden. Hat das bei bestimmten Szenen gesehen, der Querpass zu Devin Goertz auf dem Ball steht eigentlich Tor drauf, der ist schon geschleift und du musst ihn nur reintun und dann kommt der Boden ins Spiel oder der Maulwurf kommt hoch, was auch immer und dann trifft er ihn halt nicht. Dazwischendurch wollen Spieler flanken auf beiden Seiten und treffen den mit dem Schienbein, weil der Ball vorher hochspringt. Also das hat es nicht leichter gemacht und das passt nicht unbedingt in die Liga und ich finde es vom darf man sowas sagen, dass es respektlos vom Grünflächenamt ist, den beiden Mannschaften gegenüber? Ich glaube, man darf das sagen. Ja. Sie dürfen ruhig klatschen. Ja, das ist was Grundsätzliches. Ja. Und das, wie gesagt, ich meckere hier nicht rum, nur für mich alleine, sondern es geht für beide Mannschaften. Das ist einfach nichts Gutes gewesen. Ansonsten, wir hatten unser letztes Auswärtsspiel in Jena ganz klar verloren, verdient verloren, haben dann letzte Woche einen klaren Sieg gegen Auerbach gespielt, wo wir gleich wussten, das wird hier eine ganz andere Geschichte. TB läuft nun mal super an, macht einen tollen Druck über ihre drei Stürmer, auch die Spieler dahinter. Das war nicht leicht zu spielen für uns, das wussten wir. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir den nächsten Dreier auswärts landen konnten. Jetzt haben wir 36 Punkte nach 16 Spielen, das ist jetzt nicht so schlecht, glaube ich. Das haben die Jungs sich toll erarbeitet, weil die verletzten Sorgen waren unter der Woche jetzt immer genauso groß wie in den Wochen vorher. Darf man nie vergessen, schön ist, dass Steinig zurück ist, das tut uns gut. Hat auch gesehen, dass sein Gegenspieler wurde sofort ausgewechselt, als er reinkam, weil er das Tempo vielleicht nicht mehr hätte gehen können. Unser Plan war eigentlich, wir bringen ihn, wenn der andere müde ist. Aber Markus hat dann gesagt, der ist zwar müde, aber ich habe noch einen, der ist genauso schnell, deswegen hat sich das dann aufgehoben auf der Seite. Wie auch immer, wir freuen uns einfach, dass wir gewonnen haben. Fertig. Dankeschön. Ja, danke, Christian Ben Benek. Ja, Markus, wir haben zuletzt eins unserer stärksten Spiele in Luckenwalde gemacht, auf einem Top-Rasen. Insofern hat dir Christian möglicherweise da gerade durchaus aus der Seele gesprochen. Weiß nicht, inwieweit das vielleicht auch bei der Chance von Effe kurz vor Ende noch eine Rolle gespielt hat. Ist knapp ausgegangen. Ich denke mal, ja, du wirst dem zumindest zustimmen. Heute außerdem ohne Tassin Çakmak gespielt, hat sicher auch eine Rolle gespielt. Ansonsten, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, hallo in die Runde. Erstmal, ja, danke für die Worte. Christian, ist alles nicht immer so einfach, macht aber riesen Spaß aktuell mit der Mannschaft, aber auch so eine Spiele zu spielen. Zum Platz hat er vollkommen recht, alles okay, wird dann wahrscheinlich die eine oder andere Sache auch noch gesagt. Aber man muss ja sagen, dass wir, ja, wenn wir da vielleicht auch nochmal insgesamt gegen so eine Mannschaft wie gegen Dynamo trotzdem vier gute, also sehr gute Chancen haben, dann kein machen, dann müssen wir uns auch diese Qualität und auch das Glück noch ein bisschen mehr erarbeiten. Da müssen wir noch auf jeden Fall ein bisschen reifer sein, wo wir reif sind. Das ist BFC Dynamo, ist eine sehr reife Mannschaft. Wir sind oben dabei. Wir haben heute gegen einen Meisterschaftskandidaten gespielt und was wir jetzt als TB mit unserem Rahmen, den wir haben, den Anspruch so hochlegen, dass wir sagen, auch gegen die können wir gewinnen, wir intern sowieso. Ich freue mich darüber, dass wir diese Entwicklung genommen haben, aber natürlich gucken wir trotzdem immer nur nach unten. Wir wollen natürlich auch jedes Spiel so angehen. Und zum Spiel einfach, wir wollten trotzdem weiterhin unseren Stiefel spielen. Das haben wir auch, ja, trotzdem investiert und gut gemacht. Dann ist es dann schon so, dass wenn man so eine Chance, die man dann hat,
dann nicht nutzt. Und dann halt auch die letzte, in der zweiten Halbzeit war es dann auch nicht mehr so, dass wir, ich glaube, es war die einzige. Und muss man auch sagen, hat der Gegner auch super verteidigt. Auch, da waren sie vielleicht heute ein Ticken in den Zweikämpfen. 60-40, glaube ich, haben sie sich dann die Zweikämpfe geholt und das war vielleicht heute das Entscheidende. Aber ich bin überhaupt nicht unzufrieden mit den Jungs. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Hätten natürlich heute auch nochmal vielleicht so ein kleines dreckiges 1-1 gemacht. Aber ja, ich bin entspannt, so wie wir das gemacht haben. Und will auch nochmal für euch alles Gute wünschen, dass ihr da weiter so mit dieser Leidenschaft und mit der Überzeugung in dem, was ihr könnt, wie auch miteinander redet auf dem Platz. Das ist vorbildlich, finde ich gut, dass ihr da weiter Gas gibt und dementsprechend dann ja, die Meisterschaft unter euch da oben ausmacht. Wir wollen gucken, dass wir so schnell wie möglich, denn jetzt auch wieder bei den englischen Wochen, ist klar, dass auch Kraft kostet. Deswegen auch die Änderungen, die wir jetzt hatten mit Taco und halt auch den Innenverteidiger nochmal gewechselt, weil wir auch weg vorne drin haben. Ist ja klar, dass man da noch ein bisschen Größe braucht. Das war der Hintergrund. Und aber natürlich auch die Belastungssteuerung, dass wir da wenig, so wenig wie möglich Verletzte haben. Und ja, da muss man sagen, kommt Mittwoch und Sonntag, das sind eigentlich die wichtigen Spiele. Und die versuchen wir zu ziehen, müssen jetzt aber wieder regenerieren. Und ich hoffe, dass wir dann danach im normalen Ablauf wieder eine gute Trainingswoche haben, sodass wir dann auch dieses Jahr zu Ende bringen vernünftig, dass wir auch spielen dürfen. Und ja, wünsche allen weiterhin einen schönen Sonntag und für Halloween Süßigkeiten ruhig bleiben, man wird dick dadurch. Okay, schönen Abend. Ja, wo du es gerade angesprochen hast, glaube ich. Das erste Mal, dass ich hier das Mikro ergreife, solange ich hier im Amt bin, auch sportlicher Leiter. Ich bin Christian erstmal dankbar, dass er mir die Steilvorlage geliefert hat, aber ich muss die einfach nochmal jetzt Volley nehmen, weil das, was wir hier unten vorgefunden haben heute, das spottet jeder Beschreibung. Dieser Platz ist nicht ansatzweise tauglich, egal für welche Klasse. Also ich will ja gar nicht sagen, der wäre jetzt für eine Landesliga gut oder für was auch immer gut, der ist für gar nichts gut. Und diese Dinge, die jetzt da wirklich unten sind, das beeinflusst dermaßen das Spiel. Ich weiß, wie unsere Leute Fußball trainieren, fünfmal die Woche oder viermal. Und mit Sicherheit auch bei Christian wird Fußball trainiert. Und wenn man hierher kommt, dann muss man nach 5 Minuten einfach sagen, mehr oder weniger vergisst die Hälfte, was ihr bis jetzt gemacht habt. Und wir müssen jetzt eine ganz andere Sache hier spielen. Das kann für die Regionalliga nicht sein. Wir wissen, dass sich jetzt doch einige Leute darum kümmern wollen. Wir appellieren an alle Zuständigen, das jetzt wirklich nochmal ernsthaft anzugehen, weil das ist weder ein Aushängeschild noch überhaupt ja, insofern zumutbar. Wenn ich das auf einen Satz zusammenfasse, dann ist es schon deutlich, wie es gemeint ist. Fußballerisch freuen sich die Spieler jetzt eher auf Auswärtsspiele als auf Heimspiele. Das ist schlimm genug. Natürlich wollen wir immer im Mommsenstadion spielen, aber vom Untergrund her ist das wirklich eine Zumutung und wir hoffen, dass das Reich recht bald besser wird. Insofern der Appell nochmal von dieser Seite und wer hier mithelfen kann und guten Willens ist, der soll das auch tun. Danke. Danke, Claudio. Ja, das war jetzt sozusagen ein dreifaches Statement, dem sich wahrscheinlich auch die 1505 Menschen, die dieses Spiel heute angesehen haben, auch anschließen würden. Damit ist zu dem Thema, denke ich, erstmal das Wichtigste gesagt. Vielleicht nochmal kurz darauf zurückkommt. Du bist, ja, ihr habt gestartet heute mit Nemo statt Alex. Das hatte, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nicht nur Verletzungsgründe, sondern vielleicht auch damit zu tun, dass ihr dem Beckus dann auch einen robusten Spieler entgegenstellen wolltet, ja? Ja, wir wollten Größe gewinnen dazu und es ist klar, dass er also trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat, aber er hat jetzt auch wieder 4 Spiele hintereinander gespielt, wo auch die Belastung beachtet werden muss und das hat jetzt aber gepasst. Hat man mit Mwondo und mit Samacic 2 sehr gute Innenverteidiger, die auch in der Luft da sind. Ärgerlich nur, ich habe ja mit Becky zusammengespielt bei Torgelu damals, da war noch hin. Ja, dass er jetzt Tor macht. Ein bisschen geärgert, aber so ist es manchmal. Ist ja auch Qualität. Ja, aber das hatte genau den Hintergrund. Alles klar. Ja, gibt es seitens der Presse Fragen an Christian Benbenek oder an Markus Tischer? Das ist offenbar nicht der Fall. Dann bedanken wir uns recht herzlich mit... Ja, Markus zeigt, wir können ja noch mal kurz die anderen Ergebnisse verkünden.
Halberstadt kriegt heute die nächste Klatsche gegen Meuselwitz, unterliegt zu Hause 0-3. Energie schlägt Babelsberg 2-0 und der ambitionierte FC Carl Zeiss Jena verliert zu Hause gegen... Ah, das ist ja noch gar nicht aus. Okay, dann halten wir das mal noch zurück. Aber was wir noch dann haben, ist Union Fürstenwalde gegen Luckenwalde, Endstand 0-2. Und damit geht es dann nochmal über zum Ausblick auf die nächsten Partien. Das ist nämlich am Mittwoch hier Tasmania. Ich glaube, da müssen wir auf Memmer verzichten, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber wir haben ja einen breiten Kader. Und unterstützt uns auch da. Das ist dann das letzte Spiel der englischen Wochen. Nochmal auch ein vielen Dank an euch, dass ihr diese englischen Wochen so stark bewältigt habt. Und ja, stellvertretend, glaube ich, für alle Anhänger von Tennis Borussia ganz stark, wie ihr da durch die Wochen gekommen seid. Habt uns sehr, sehr viel Freude gemacht. Danke dafür. Ja, wir freuen uns auf Mittwoch. Ich sage auch nochmal Optik Rathenow am nächsten Sonntag, weil es eine easy Auswärtsfahrt ist. Rein ins Zug, raus aus dem Zug. Also da spricht nichts dagegen, die Mannschaft auch dort zu unterstützen. Und damit belassen wir es jetzt. Wir wünschen euch noch eine gute Saison. Wir sehen uns im Rückspiel. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.